Netzbetreiber sollen entlastet werden. Das spricht all dem Hohn, wofür der Künstlerinnen-Sozialversicherungsfonds geschaffen wurde. Der Künstlerinnen-Sozialversicherungsfonds ist die einzige nennenswerte bundesweite und Unterstützungsmasse, die Künstlerinnen ein menschenwürdiges Dasein möglich machen sollen. Der Großteil der freischaffenden Künstlerinnen und Künstler lebt prekär an der Armutsgrenze. Nun machen sich ÖVP und SPÖ im Kulturausschuss heute daran, die Mittel für diese prekär arbeitenden Künstlerinnen und Künstler radikal zu kürzen, den Fonds auszuräumen.